Guck mal, Leon, ha? Schön der Güterzug. Oh, schön. Wir sind jetzt hier in Mülheim in der Festhalle. Heute zum 20-jährigen Jubiläum der Modelleisenbahner. Und wir schreiben heute schon wieder Samstag, den 22. Oktober 2016. Was ist jetzt da kaputt an der Weiche? Mechanik streikt. Ah, gut. Ihr habt heute 20-jähriges Bestehen, gell? 25-jähriges. Ah. Schön habt ihr es gemacht. Wie lange wart ihr beim Aufbau dabei hier? Auf den Tag haben wir es aufgebaut. Aha. Schön, super. Das sieht man so als Laie gar nicht, was ihr für Arbeit habt. Ne? Das Abbauen geht immer ganz schnell, ja. Aber das Aufbauen, das sieht sich ganz schön gut. Wäre schön, wenn halt auch mal das Fernsehen käme, ne? Dass er mal im Fernsehen kommt. So, wir wollen ja erst noch was essen gehen, ne? Aha, ein Spielplatz für Kinder, ja. Wir sind jetzt hier im Speisesaal von dem Bürgerzentrum hier in Mülheim. Und Leon und der Papa, die haben Hunger gekriegt. Und dann guck mal, was neu. Haben sie schön gemacht. Ja. Alles neu haben sie hier gemacht. Ja, fein. Super. Ja. Ja, dann lass es schmecken. Ja, da war das ein bisschen viel mehr hier drin. Ja, schön gemacht. Ja. Gut, da ist der Haupteingang. Was? Ja, schön. Wo gehen wir hin jetzt? Zu Helmut mal rüber. Ja. Also dann geh. Hey, die sind ja alle beleuchtet und ferngesteuert, die Fahrzeuge, oder? Hm? Leon. Ok.
Papa dreht sich mal so um, bleib mal stehen. Denke nicht mal drauf. Leon. Guck mal, die fahren hier, die Fahrzeuge. Guck mal. Guck mal, der Lastwagen. Der, siehst? Boah. Nein, noch nicht. Oder soll ich gleich schicken? Leo, pass ein bisschen auf, dass ich in die Kamera reiß. Danke. Ja, woher? Ja.
Doch, doch, da fahren gleich wieder welche. Na Helmut, da musst du die alle noch einstellen. Aber Leon, jetzt nichts anfassen, ne? Okay? Das weißt du, dass du das nicht machen darfst, ne? Auch durch Mühlheim gefahren. Am 13.
18. Februar 1955 besorgte die 18133 als letzte ihrer Art einen Weltzug von Gümlingen nach Rügen. Tags darauf wurde diese Maschine ausgemustert. Alle Maschinen dieser Baureihe wurden verschrottet. So. Als Nachfolge für die württembergische C übernahm die bayerische S36 bei der Deutschen Bundesbahn als Baureihe 18-4 die L-Züge zwischen Ulm und Immendingen. So, dieser Zug hat soeben den Bahnhof verlassen. Die bayerische S36 wurde in wesentlich größerer Stückzahl gebaut, 159 Maschinen. Von 1908 bis 1931 an natürlich die Bayerische Staatsbahn bzw. die Deutsche Reichsbahn geliefert. Sie war ähnlich wie die württembergische C, da sie aber in größerer Stückzahl vorhanden war, wurde sie auch länger eingesetzt. Gegen Ende ihrer Zeit bei der Deutschen Bundesbahn durfte sie von 1953 bis 1961 an der württembergischen Donau fahren. Verschrottet wurden die meisten Maschinen im Bahnbetriebswerk Lindau. Als nächstes kommt die Baureihe 03. Von der Deutschen Reichsbahn als Einheitsschnellzug entwickelt und 1925 in Dienst gestellt. Sie erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 130 Stundenkilometer und war anfangs im hochwertigen Schnellzugverkehr eingesetzt. Ab 1940 erhielt das Bahnbetriebswerk Ulm die ersten beiden Maschinen und Stromlinienverkleidung. Auf der Donautalbahn kamen sie aber erst später zum Einsatz. Ab dem Fahrplanjahr 1962 war sie dann hauptsächlich in Ulm beheimatet. Die letzten Maschinen der Baureihe 03 wurden im Jahr 1972 im Bahnbetriebswerk Ulm abgestellt und nach der S36 übernahm die 03 die Eilzüge zwischen Ulm und Immendingen. Am 24. Februar 1974 endete in Ulm der Bahneinsatz der Baureihe 03 in Westdeutschland. Als nächstes haben wir auch einen Güterzug, die Baureihe 5. Hier ein Modell mit Kabinenklemmung, das heißt das Transitpersonal konnte hinten in der Kabine auf den Klemmer mitfahren. Die Baureihe 50 wurde ab 1939 für die Deutsche Reichsbahn gebaut. 1942 wurde sie stark vereinfachter Form als Triebstock gebaut. Bis 1948 wurden 3164 Exemplare gebaut. Wurden die letzten Lokomotiven dieser Baureihe im Bahnbetriebswerk Ulm abgestellt. Dieses Modell ist ein
Triebwagen, ein Mittelwagen und ein Steuerwagen. Also ein dreiteiliger Triebwagen. Jetzt guck mal, da kommt der Drehwagen. Nein, wir fahren nicht den Ostberg zum Deutschen Bundesbahn. Daher versucht man es bei den Radbahnen. Hier lassen wir die Erhöhung zur Deutschen Landesbahn. Ja. Die Hochdrehbahn. Guck mal, Großeinsatz von der Feuerwehr und Polizei. Gefällt dir das, Leon? Jetzt kommt der Rheingold Express. So, jetzt gehen wir dann heim, Leon. Ja? Ja.